Willkommen zurück zu Fallout 4 auf geheime Mission. Ja, was macht der Anwärter da unten? Wir müssen eine Karte finden und als erstes müssen wir es wohl mit ein paar Ghulen aufnehmen. Wilde Ghule? Verdammt, sie sind unter der Basis. Feuer eröffnen! Haben sie wohl nicht alle erwischt. Vielleicht hat er irgendwelche ehemalige Verwandte da drunter oder sowas. Ja, vielleicht sind irgendwelche, seine Familie sind Ghule oder sowas und deswegen ist er jetzt so fertig. Ritter Rylan. Ach, der lebt noch. Alles im grünen Bereich. Das Laufband endet hier. Seien Sie bitte vorsichtig. Mehr Schaden gegen Supermutanten. Naja. Die Feuchtigkeit ist schlecht für meine Powerrüstung. Hast du Sorgen? Ups. Ich glaube, wir sind nicht allein. Wir haben Gesellschaft. Immer schön die Beine wegballern. Feind vernichtet. Genau das liebe ich an diesem Job. Hörst du das? Oh, das Ding fliegt gleich in Luft. Gehen wir mal nicht dazwischen laufen, Paladin. So. Das wäre dann in die Luft geflogen. Keine Gnade! Bedrohung ausgeschaltet! Wo ist denn der? Ah! Achtung, Sie sind unsichtbar! Hängt der da drunter irgendwo fest oder so? Aber hier unten muss es doch irgendwo weitergehen. Wow! So, ich mache mich mit was anderem fertig. So, einer weniger. Und ich mache mich auch mit dem hier fertig. So, aber wo? Wo?
Von da bin ich gekommen, da ist nix. Ah, Moment hier. Was willst du mit dem Müll? Noch mehr? So, immer schön die Füße wegbollern. Ist noch einer da. Der muss jetzt nicht so aufspielen, so. Wie ich die scheiß ID-Karte habe, habe ich sicher auch einen anderen Weg schon lange mal gefunden. Wilder Ghoul. Wow! Ist ja wie im Zombie-Game hier drin. Warte mal, kann ich da vielleicht den Aufzug oder sowas hacken? Oder kriege ich da eine ID? So. Das wär's. Turmsteuerung? Ich habe bisher noch keine Türen gesehen. Ich aktiviere das mal. Schießt es wahrscheinlich auf uns. Nein, nicht Lasergewehr. Oh Mann, tatsächlich. Na komm, einer ist doch noch da, haben doch gesehen. Steht da was Interessantes drin? Flugplan, Gastronomie, Attraktionen, ja. Will ich jetzt nicht lesen. Das juckt mich jetzt nicht. Die Frage ist, wo ist die scheiß ID-Karte? Könnte ich die da auslesen oder sowas? Ja.
Haymarket. Können wir da irgendwas noch freischalten, kartenmäßig vielleicht? Nö. Freedom Trail, Jamaica Plain, Stopp, Bibliothek Boston. Kennen wir die schon? Nein. So, ja, wohin denn nun? Los, wartet es doch mal. Ja, genau. Nicht schlecht, oder? Der füttert dich, ich hab's gewusst. Wartet. Ich hol euch noch mehr. Wer ist da? Komm raus. Hallo, Anwärter. Du? Anwärter? Was machst du hier unten? Ich habe nach den Vorräten gesucht. Sieht aus, als hätte ich sie gefunden. Verdammt! Ich dachte, ich wäre vorsichtig gewesen. Irgendwann musste es ja rauskommen. Das konnte ja nicht ewig so weitergehen. Diese Lebensmittel... Hast du die wilden Ghule damit gefüttert? Ja, und es hat funktioniert. Du hast die Bruderschaft bestohlen, um diese Ausgeburten zu füttern. Das ist unverzeihlich. Dann tu, was du tun musst. Also das ist wirklich unverzeihlich. Bitte, wilde Ghule. Ja, also das war... Also ich meine... Ghule, bitte? Jetzt möchte ich mich aber hier trotzdem noch umsehen. Für Ältester wechseln! Wechseln zur Suche. Gebäudeverwaltungsterminal. Was können wir denn da noch machen? Erstmal entsperren wieder. Also ich weiß nicht, wie hättet ihr da gehandelt? Ich sehe das, das ist ja... Erinnert mich gerade so ein bisschen an Herschel aus The Walking Dead. Wer es nicht kennt, übrigens, mega geile Serie. Wahrscheinlich meine Lieblingsserie. Unbedingt mal angucken. Nein. Geschafft. So. Protektor und Steuerung. Einheiten aktivieren. Ganz gut mit Terminals umgehen. Deine Feinde haben sich zurückgezogen. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Stufe. Los, Ghule fertig machen. Ich helfe ein bisschen mit. Wache. Ich glaube, wir werden verfolgt. Eine rechtmäßige Anwendung. Die haben ganz schön Wumms dahinter. Ich möchte mich jetzt auch noch da runter gucken. Helfen wir mal ein bisschen mit. Ihr macht's das schon, Jungens. Lebst du noch? Ja, du lebst noch. Au! Was war denn das jetzt? Stirb, stirb, stirb. Welches Level hat denn der? 83. Also ich hasse wilde Ghule, da kann ich den Typ eigentlich gar nicht verzeihen.
Wilde Ghoule sind so die blödesten Gegner in Fallout. Ich hasse die Mistviecher, diese blöden. Und jetzt ist hier nicht mal ein Heft unten. Ich dachte jetzt, ich komme hier runter, da ist ein Heft. Was sind denn das für Säcke, Zementsäcke? So, was hatte der dabei? Hier muss es doch irgendwas geben. Ich will es nicht wahrhaben, dass hier unten nichts ist. Ich hätte jetzt schwer damit gerechnet, hier ein Heftchen zu finden. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was die Arme hier, wie die hier breakdancen. Da war ich schon. Ich nehme mal an, das ist auch eine Protektron-Steuerung. Tja, wie ich sehe, sehe ich nichts. Nur ein paar Kronkorken, von denen ich eh mehr als genug habe. Okay. Was passiert, wenn ich den benutze? Nix. Hat der diese wilden Ghule gefüttert? Unglaublich. Bäh, sowas füttert man doch nicht. Sowas erschießt man. So, dann sprinten wir mal ein bisschen los. Wo ist der Wörtibird? Bertys Wörth. Kann ich mit ihr noch reden? Das war doch irgendwie seine Freundin oder so, oder nicht? Naja, egal. Jetzt habe ich schon den Weg zum Wörtibird genommen. So, da wird sich aber der Captain jetzt freuen. Kerls. Bericht, Ritter. Hast du deine Untersuchung über die verschwundenen Vorräte abgeschlossen? Die Ruinen unter dem Flughafen sind voller Ghule. Anwärter Clark hat Rationen gestohlen, um sie zu füttern. Er hat... Was? Gott, wirklich? Er hat seinen Schwur gegenüber der Bruderschaft gebrochen, unsere Vorräte gestohlen und diesen Ausgeburten geholfen? Ja, unfassbar, oder? Was ist mit ihm geschehen? Ich habe ihn hingerichtet. Hier ist seine Marke. Du hast ihn getötet? Er war ein Mitglied der Bruderschaft, Ritter. Er hatte das Recht auf einen Prozess vor dem Ältesten. Nach seinen Taten hätte ihn aber wohl sowieso der Tod erwartet. Wie auch immer. Was geschehen ist, ist geschehen. Ein Jammer. Ich hatte große Hoffnungen auf ihn gesetzt. Nun gut. Damit wäre der Fall abgeschlossen. Hier sind einige Kronkorken für deine Dienste. Da du deine Fähigkeiten im Einsatz bewiesen hast, möchte ich dich mit einer anderen Art von Mission betrauen. Unsere Knappen müssen ausgebildet werden. Sie sind junge Rekruten, die ein Vorbild brauchen. Jemand, dem sie nacheifern kann. Es wird Zeit für dich, dein Können an die jungen Leute weiterzugeben.
Bist du bereit, einen Knappen zu betreuen? Es klingt doch cool. Was genau muss ich tun? Dir wird ein Knappe zugeteilt. Er oder sie folgt dir überall hin. Führung durch Vorbild, wenn du so willst. Gemeinsam bekommt er einen Ort zugeteilt, um abnormale Wesen zu beseitigen. Ghule, Zöns, selbst diese wahnsinnigen Kinder des Atoms. Das ist einfach und effektiv. Also, bist du dabei? Ich helfe gern. Gut. Ein Knappe, der den Ort kennt, wartet unten auf dich. Ich hoffe, du zeigst ihr, wie es läuft. Ja, das machen wir dann einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal, Freunde.